Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und es ist mal wieder Minecraft-Time. Oh yeah. Also, ich bin wieder mal auf einem PvP-Server unterwegs. Ihr seht ihn hier rechts, funville.eu. Und ich habe diesmal mir überlegt, nicht mehr Mario Party zu spielen, also Minecraft Mario Party, sondern diesmal probiere ich einfach mal was anderes aus. Und ich habe mich jetzt hier erstmal für Rush entschieden. Baut Wege zum gegnerischen Team und sprengt ihr Bett in die Luft. Nur so könnt ihr sie vom Respawn aufhalten. Ich probiere jetzt also nochmal verschiedene neue Modis aus und gucke mal, ob mir irgendeiner davon Spaß macht. Natürlich kann es wieder sein, dass ich total überfordert bin am Anfang. Rein da! Dass ich total überfordert bin am Anfang. Aber Leute, ihr kennt das von mir und ich habe trotzdem Spaß dabei und ich denke, dass auch ihr den Spaß daran habt zu sehen, wie ich mich erstmal an ein Spiel gewöhnen muss, wie ich überhaupt kennenlerne, was man in diesem Spiel machen muss und wie ich natürlich erstmal total abkacke. Ich hoffe, diesmal wird es nicht so sein. Ich kann mir hier doch... okay, Red... Was? Im Ru... Okay, das Team ist jetzt voll. Das heißt, hier müssen jetzt noch alle rot. Hä? Okay, hier ist jetzt unser Bett. Das Ziel ist, Rush gegen den Bett zu zerstören und dann ins Haus zu... Sammeln Goldbarren an, kaufe Ausrüstung bei den Händlern mit. Von der Nachricht kann sie alle gesehen. Okay, Goldbarren bei einem Händler kaufen? Aha. Hä? Okay, ich rüste mich einfach mal aus. Ich weiß jetzt, ich verstehe das jetzt auch gar nicht. Wann geht's jetzt hier überhaupt los? So, ich bin ja theoretisch ausgerüstet. Wie sehe ich aus? Sexy. Sexy mit dem Sixpack. So, was kann ich jetzt hier machen? Irgendwie... Das wird mir gerade noch nicht ersichtlich. Also wir haben... wir haben 4 Leute im blauen Team und 4 Leute im roten. Wenn ich das richtig sehe, ganz rechts. Und wann geht's jetzt los? Wann müssen wir uns... durchbuddeln? So? Buddel ich gerade? Ist das das Richtige? LOL, der hat sich genau davor gestellt! Hä? Das Ziel in Rush, das gegnerische Bett zu zerstören, das andere Team auszulöschen. Sammle dazu die Bronze, Silber und Gold. Achso. Ich muss erstmal was einsammeln. Ach, warte mal, ich habe ja 16. Keine Ahnung jetzt. Also wir sollen ja Ausrüstung kaufen. Okay, habe ich jetzt zwei... Nee, eine Spitzhacke. Okay, das geht nicht. Hä? Wann geht denn das Game jetzt los? Ey, so einen will ich haben. Glatter Stein, kann ich dagegen was... Kann ich da was eintauschen für? Lol, für glatten Stein nix. Jetzt habe ich's verstanden. Hier muss man bauen. Oh, um auf die andere Seite zu kommen. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Zack. Gucken wir doch mal. Da sind ja schon die Gegner. Hallo. Oh oh. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Da ist er. Da ist er, der Freund, der Banause. Der will mich bereits bekämpfen. Ist das ein Frechdachs? Hallo, spring doch hier drauf. Hopp, hopp. Hallo. Okay, kann ich auch... Hier kann ich noch nichts drauf bauen. Wo ist denn mein Team? Müssen die nicht eigentlich mir zur Unterstützung kommen? Okay, die legen hier irgendwelche Explosionsfallen. Lecco mio. Muss ich jetzt hier... Wo finde ich denn jetzt überhaupt diese ganzen angeblichen Goldbarren?
Dieses Spiel scheint ja gar keine Dynamik zu entwickeln. Da war doch gerade jemand. Wieso ist jetzt bei Rot ein Kreuz? Mach das nie wieder, komischer Bug, hä? Was ist hier los? Das kann ich auch gar nicht tauschen? Hä? Also irgendwas ist hier völlig verkehrt. Ich baue jetzt einfach mal einen Durchgang. Ey. Da war jemand. Das war jemand. Das war jemand vom gegnerischen Team. Warte mal, und unser Bett ist weg? Ey, ich verstehe dieses Spiel überhaupt nicht. Pavrot TV ist gestorben. Ich gehe einfach mal rüber. Hä, ist da jetzt irgendwer? Hallo? Ey, dieses Spiel hat eine wirklich ganz, ganz komische... Ja, Dynamik hat es nicht wirklich. Hier wird tatsächlich gefightet. Ach, die haben ihr Bett so schlau zugebaut. Ah, okay, ich muss mich mal wieder zurechtfinden. Also ich laufe jetzt hier einfach ein bisschen rum. Okay, jetzt laufe ich mal zurück. Ich glaube, das X bei Red heißt einfach, dass wir gerade gar kein Bett haben. Dass unser Bett zerstört ist. Wir haben unser Bett auch nicht sehr schön gesichert, so wie es die anderen gemacht haben. Die haben ja einen richtigen Bunker drum gebaut. Ich versuche mich jetzt einfach nochmal mit Equipment einzudecken und vielleicht nochmal irgendwen zu zerschnetzeln. Also so verstehe ich jetzt dieses Spiel. Aber die Leute bewegen sich hier ja null. Ja. Wir sind noch zu zweit. Ach komm, Alter. Hub war das, ne? Komm, ich gehe hier raus, ey. Das kann nicht wahr sein. Was war das denn? Was ist das denn für ein Spiel? Also gar keine Dynamik. Okay, Rush ist erstmal für mich Geschichte. Was gibt's noch? Defend the Cube, Survival Games, über Kisten für Auszuessen und jeder. Letzte Überlebende. Das ist natürlich ein geiler PvP-Modus. Lucky, jeder Schrank. Diamantschild, alles dabei. Coming soon. Schnapp dir Werkzeuge und versuch so lange wie möglich der Lava zu entkommen. Komm, wir machen es einfach mal. Da sind natürlich jetzt bestimmt schnelle Mechanics gefragt, die ich natürlich nicht habe. Und das spielt auch keiner. Anscheinend gar kein gutes Spiel. Ingame. Das spielt ja fast niemand. Okay, das spielen wir nicht. Was gibt's denn noch? One in a Chamber, Defend the Melody. Ganz ehrlich, das ist chillig. Das ist chillig, das habe ich auch schon bei Mario Party gemocht. Und das spielt wieder keine Sau, doch. Hier. Zack, rein da. Wann geht's los? In 73 Sekunden. So, ich versuche mich einfach mal für Mario Party dann zu verbessern. Es geht in 67 Sekunden los. Einfach mal ein bisschen chillig Musik hören. Und einfach mal erraten, um welches Lied es sich handelt. Also so verstehe ich das. Wenn es genau dasselbe Game ist, was ich bei Mario Party gespielt habe, dann ist das eine sehr chillige und auf jeden Fall eine sehr entspannte Geschichte. Und man hört gute Musik. Also so oder so ist es auf jeden Fall eine geile Sache. Bald kommt eine Melodie und dann musst du entscheiden, welches Lied das war. Ah, ich mache jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen lauter. Es wird also hier gerade noch jemandem erklärt, wie dieses Spiel funktioniert. Und dann kann man antworten. Also in 30 Sekunden geht's los und ich finde es gerade echt gut. Einfach mal nicht PvP, einfach mal was Chilliges zu spielen. Wer spielt Clash of Clans? Ich nicht. Ich auf jeden Fall nicht, obwohl ich diese ganzen Spiele, diese Online-Spiele mega geil finde. Ich weiß noch ganz genau, vor 10 Jahren ungefähr, da habe ich auch schon viel gezockt, viel Strategiespiele und ich hätte solche Spiele mega gefeiert, gerade zu Schulzeiten. Von daher beneide ich euch ein bisschen, dass ihr 14.30 Uhr oder 15 Uhr aus der Schule seid und dann erstmal den ganzen Tag noch zocken könnt. Hausaufgaben macht man ja eigentlich nebenbei. Das kommt mir bekannt vor. Ich werde das kennen. Nein. Nein, let it go.
Go. Ich glaube das. Ich bin aber, also irgendwie, ich kenne diese Melodie. What I've Done. Huh? Ich kenne den Titel leider nicht, aber das Lied an sich kenne ich. Ach, von Linkin Park. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt wenig, bis gar nichts. Also sagt mir, hat mir leider echt gar nichts gesagt. Thriller war das nicht, oder? Love is. Nothing else matters auch nicht. Also ich habe so ein bisschen per Ausschlussverfahren hier gearbeitet. Nice, Papi hat einen Punkt bekommen. Das sagt mir jetzt gerade auch nichts. Vielleicht wieder per Ausschlussverfahren? Ihr müsst natürlich jetzt auch genau hinhören, vielleicht kennt ihr das ja. Overwhelm, TikTok. Numb. Nee, niemals. Beat it, auch nicht. Nehmen wir mal das. Ja! Wieder per Ausschlussverfahren. Also es reicht, wenn man zwei, drei nicht kennt. Ey, ich bin gerade Führender. Das ist natürlich Beat It. So beat it. Ah, just beat it. Nice. Das kennt Papa doch. Ich bin doch gerade der Führende, oder? Wir sind vier Spieler. Und wo ist es? Beat it. Beat it. Badadada. Ey, das muss doch jemand wissen, auch noch außer mir. Richtig. Der Spieler haben das Lied gewusst. Alter, ich bin echt Führender. Okay, dann wollen wir mal die Führung ausbauen. Was ist das für ein Lied? Irgendwas Fröhliches. Erinnert mich so ein bisschen an Sommer, Sonne, Sonnenschein. Warte mal, das sagt mir was. Irgendwas wie La Cucaracha oder so. Ah, ich werde es wissen. Ich werde es wissen, glaube ich, wenn ich den Titel sehe. Das nicht. Hä? Ich nehme jetzt das einfach mal. Hä? Nee, den Titel. Also habe ich so jetzt nicht erkannt. Aber richtig, nice. Aber es war so. Ey, der irritiert mich. Was ist das für ein Lied? Ah, ich weiß es. Shit, ich weiß es. Der Titel. Ich weiß es. Nein, das nicht. Happy? Shake it off? Ja. Ich sag mal Taylor Swift. Taylor Swift, Shake It Off? Ich glaube. Nein, leider falsch. Titanium von David Guetta. Okay, wieder zuhören. Alter, was richtig Schnelles. Und was sehr Fröhliches. So ein bisschen wie die Schlümpfe. Ich weiß es nicht. Ausschlussverfahren. The Lazy Song, Animals, Intro Song. Das wird jetzt schwer. Animals. Nehmen wir mal die Tierchen. Fröhliche Tierchen. Leider falsch. Intro Song von Kirby's Dreamland. Okay, weiter geht's. Wie lange dauert eigentlich dieses Spiel?
Sagt mir noch nichts. Ah, warte, warte. Что-то писанка. Что писанка сгадывать? Was ist das? Happy nicht. Get Lucky von Daft Punk? Get Lucky. Das könnte sein. Ich versuche es mal. Ich versuche es mal mit Daft Punk. Nein! Main Theme! Wieder Donkey. Donkey Kong Country. Ah, diese Spiele. Und Bobro TV hat gewonnen! Ey, ich mag dieses Spiel richtig gerne. Und eigentlich würde ich es gerne nochmal zocken. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu langweilig, weil ich mich hier wirklich gar nicht bewege. Also ihr müsst, glaube ich, mehr auf die Webcam schauen, wie ich so ein bisschen mittanze und wie ich versuche, ja, so ein bisschen mit den Liedern mitzugehen. Ey, ganz ehrlich, ich will das nochmal spielen. Das macht mir richtig Bock. Wieso ist jetzt alles leer? Hallo, Leute. Kommt hier jetzt jemand ran? Ne, okay, machen wir es anders. Spielen wir das nächstes Mal. Ich will immer eine bunte Mischung jetzt an ein paar Games präsentieren. Beziehungsweise ein paar Spiele erstmal überhaupt kennenlernen. Also dieses Melody, das macht mir richtig Spaß. Das ist halt was richtig zum Relaxen. Ich spiele ja gerne League of Legends, so das wisst ihr ja hoffentlich. Und League of Legends ist sehr stressig im Vergleich. Dann gibt es Minecraft. Minecraft ist wieder schon vom Grundsatz her ein bisschen chilliger, je nachdem, was für einen Modus man spielt. PvP ist natürlich das Stressigste. Ansonsten so ein Creative Mode ist relativ chillig. Aber das hier, Melody, einfach nur Lieder rauskriegen. Das ist geil. Fußball, 1 gegen 1, stelle ich mir schwer vor. Entkomme aus dem Cube, indem ich um ans Tageslicht springst. Unter dir verschwinden langsam. Oh, das stelle ich mir sehr schwer vor, weil ich diese Mechanics nicht habe. Errate einen gebauten Gegenstand oder sei selbst der Bauer und lass deinen Gegenstand erraten. Komm, nehmen wir das. Wenn wir Melodien erraten, dann können wir wohl auch Gegenstände erraten, wenn das... Die sind in-game... Hier, komm. Also das ist jetzt noch das letzte Game, das ich spiele. Also wenn ihr gar keinen Bock drauf habt, dann müsst ihr natürlich nicht zuschauen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr das gemeinsam mit mir noch bis zum Ende durchhaltet. Wenn ihr euch die ganze Folge anschaut, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, vielleicht das Ganze sogar teilt und einen netten Kommentar da lasst. Und ja, jetzt, wo wird denn gebaut? Wo muss ich... Aha, hier wird gebaut. Da muss ich gleich schauen. Mindestens müssen 6 Player sein. Aha. Mindestens 6 Player... Und wir sind 2. Oh shit, ey, das dauert mir zu lange. Okay, dann gehe ich raus. Wie? So, dann gehe ich raus und suche mir lieber doch was anderes. Also ein Spielchen werde ich jetzt auf jeden Fall noch zocken. Hier kannst du Tickets. Gun Game, jeder Kill. Gleich ein... Ah, der am schnellsten, die letzte Waffe. Ach komm, komm, ich habe gerade von Chilligkeit und von Entspannung geredet. Jetzt wird nochmal geschnetzelt. Was haben wir? In-game, in-game. In-game, Leute. Ich will da noch irgendwo rein. Oh, was soll das? Ey. Warte mal, kann ich da nicht... Ich kann da nicht rein, ne? Ich kann jetzt nur so ein bisschen... Was? Ich kann da rein? Ach, ich glaube, Kev hat mir diesen ganzen YouTuber-Status gegeben. Haha, wie geil. Okay, dann wird einfach geschnetzelt. Obwohl die in-game sind. Obwohl die in-game sind. Hallo, 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 hallo. Ich will kritten, ich will kritten, ich will kritten, ich will kritten. Yes. Und damit habe ich die nächstbessere Waffe. Komm schon. Den will ich mir auch noch gleich packen. Komm schon. Yes. Und die nächstbessere Waffe. Und weiter geht's. Oh, hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Oh, der hat noch eine bessere Waffe. Das heißt, der kann mich vielleicht noch... Der kann mich besser zerschnetzeln. Genau so ist es. Aber genau, ich komme mit der Waffe wieder auf die Welt. Von daher kann ich jetzt mit meinem Goldschwert ein bisschen schnetzeln. Ey, das ist ein cooles Spiel. Ist natürlich nicht ganz so chillig wie das allerchilligste, dieses Melody. Oh, der hat eine Scheißwaffe. Der hat eine Scheißwaffe und damit mache ich ihn schneller platt. Alter, was werden da? Irgendwelche Bomben geworfen oder was? Junge, der hat mich zerstört. Lol. Ich mache doch aber alles richtig, oder? Um zu critten, muss man jumpen, oder? Oh, da schmeißt einer mit Bogen. Ah, was ist mit dem los? Wow, was schmeißt er da? Irgendwelche Zaubertränke oder was? Und mein Schwert wird immer schlechter. Einfach rein ins Gemetzel. Oh, ich habe ihn getötet. Hab wieder eine bessere Waffe. Yo, der schmeißt wieder seine Zaubertränke. Ja, wie soll ich den besiegen? Den kann ich besiegen, oder?
Oh, hier! Schnell aus dem Hinterhalt! Oh, den vielleicht, den vielleicht! Wow! Auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Ich habe erst 2 Kills. Und einer hat da schon 10. Oder heißt das die zweite Waffe? Ne, Kills habe ich, glaube ich, mehr als 2. Ja, wahrscheinlich heißt das aber die zweite Waffe. Komm schon. Hinterrücks. Komm schon. Wieso habe ich geswitcht? Hilfe! Wieso habe ich die Waffe geswitcht? Was ist denn da der Sinn hinter? Ich habe das Rädchen doch überhaupt nicht berührt. Mann! Komm ran hier! Ey, ihr kriegt den nicht. Hilfe! Ach, das Spiel ist schon längst vorbei! Povrot? Das schreibt jemand Povrot? Povrot? Kennt mich vielleicht jemand? Oder ist das jetzt nur irgendein Zufall gewesen? Oder vielleicht kennt mich doch jemand. Ey, das wäre geil. Bisher ist das natürlich immer nur in League of Legends passiert, dass mich jemand kannte. Komm, ich spiele nochmal. Ups, ich wollte gar nicht weg. Also nochmal ran. Wo war das? Das war hier. Jeder Kill eine neue Waffe. Hopp, ran an den Speck. Bob, und ich kann da einfach rein. YouTuber-Status! Einer hat schon 7 Kills. Lecco mio! Es wäre natürlich schön, wenn ich mal mit anderen anfangen könnte. Aber dann müsste ich warten. Und ich will jetzt... Ich will jetzt sofort... Schnetzeln? Kehre zur Lobby. Hier! Hier, komm! Das spiele ich noch. Und dann ist aber vorbei, Leute. Also, in 50 Sekunden geht es los. Nochmal ein bisschen Action, nochmal ein bisschen Geschnetzel. Und in der nächsten Folge werde ich es, glaube ich, genauso machen. Viele verschiedene Games ausprobieren und darunter auf jeden Fall auch ein, zweimal dieses Melody spielen, weil mir das echt Spaß macht. Das ist einfach mega relaxed. Ich muss gleich noch League of Legends aufnehmen, ich muss gleich ein paar Ranks zocken und dann will ich mich einfach wirklich ein bisschen erholen bei so einem ganz, ganz gemütlichen Minecraft-Spiel, wo man einfach nur moderne Lieder erraten muss. Teilweise moderne, teilweise aus Spielen. Und bei denen aus Spielen, ihr habt ja das ja gesehen mit diesem Donkey Kong oder so, da tue ich mich dann ein bisschen schwer. So, wir fangen alle zusammen an. Das heißt, vielleicht habe ich die Chance, mal was zu reißen. Nicht, dass ich gegen einen kämpfe, der sofort schon die bessere Waffe hat. So, los geht's. Los geht's, wo ist denn da jemand? Da habe ich gerade wen gesehen. Und die fangen auch schon an. Er brennt! Komm schon! Komm schon, Mensch! Mensch, töte den doch! Töte den doch! Ah! Yes, ich habe einen erwischt! Weiter geht's. Junge, das erinnert mich an diese ganz alten Ego-Shooter. Was, hier ist niemand? Einfach mal eine Ebene tiefer? Hallo! Komm schon! Yes, ich hab wieder einen erwischt! Alter, ich bin gerade gar nicht schlecht! Das ist einfach nur ein Schnetzelspiel! Wo bin ich jetzt? Bei 2 Kills. Und hier wird geschnetzelt. Da will ich direkt ran. Man springt einfach ins Gemetzel. Ist das frech! Ich hab wieder einen getötet! Oh oh! Ich bin bei 3, der Beste ist bei 5. Komm, schnell ins Geschnetzel. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Den einen oder anderen Kill da einfach abzugreifen. Oh, hier wird geschnetzelt. Da ist Papi drin. Ab. Komm. Ah, und man verliert tatsächlich eine Waffe. Wenn man stirbt. Komm. Ah, Mann, ey. Das ist verdammte PvP. hier, ab. Alter, wieso besiege ich die Leute nicht? Ich habe doch sogar die bessere Waffe! Einfach rein! Ah, tatsächlich, ich habe Punkte verloren. Jetzt habe ich wieder... Wie viel habe ich jetzt? 4, der Beste hat 7. Hier kann ich was abgreifen. Es ist schon wieder vorbei! Dieses Spiel geht mega schnell. Was ist denn die letzte Waffe? Die letzte Stufe ist 8? Naja, die Hälfte habe ich schon mal erreicht. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ungefähr 15, 20 Minuten.
25 Minuten sogar habe ich das aufgenommen. Wahnsinn, wie man die Zeit vergisst bei diesen kleinen geilen Spielen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche von den Spielen, ihr habt sie ja jetzt so ein bisschen gesehen, ich nochmal ausprobieren soll. Soll ich vielleicht nochmal dieses Rush ausprobieren? Ihr entscheidet, auf jeden Fall wird nächste Woche auch ein bisschen, nicht nächste Woche, sondern Donnerstag, auch ein bisschen Melody gespielt. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.